Moin aus Grobbe. Es freut mich heute, euch so spontan und so ungespielt eine Einleitung in diesem Vlog zu verschenken. Heute bin ich mal wieder allein unterwegs. Zumindest weiß ich noch nicht, ob später wieder durch Zufall irgendjemand mich treffen wird. Heute geht es mal einzeln allein um Grobbe. Ich werde ein paar Spots abgrasen hier und euch ein bisschen was dazu erzählen. Gerade, wo wir uns drauf befinden, das ist Grobbe Port Island. Das ist eine künstliche Insel vor Grobbe, das habe ich ja schon mal im letzten Vlog angedeutet. Und das Coole ist hier, es ist zwar künstlich, aber die Aussicht, die man hier teilweise von einigen Spots hat, ist es nicht. Sie ist wunderschön. Wobei natürlich, man schaut hier auf eine, hauptsächlich auf eine Betonstadt. Aber da oben, liebe Freunde, da oben, da sind Berge. Und da war ich tatsächlich auch schon mal auf Mount Rocco, den müsstet ihr jetzt gerade sehen. Das ist so ungefähr hier der höchste Punkt in der Gegend. Da ist der Berg. Da war ich drauf und es war sehr, sehr cool. Ich hatte an dem Tag leider nicht genügend Batterien dabei, um das auch durchzuhalten mit den Vlogs. War ein bisschen blöd gelaufen, aber es wird bestimmt das letzte Mal sein, dass ich den bestiegen habe. Das ist, wie gesagt, ein Punkt hier. Gute Aussicht. Der zweite ist Ikea. Man hat hier direkt Ikea Japan direkt vor der Tür. Es ist wirklich, also ich gehe zu Fuß 5 Minuten oder so, nicht länger, und bin direkt bei Ikea. Und Ikea ist tatsächlich auch noch relativ preiswert. Das Problem an Japan ist, der eine oder andere von euch weiß bestimmt schon, der mal schon mal hier war, es ist relativ teuer. Und es gibt einige Spots, die man wissen muss, damit man Geld sparen kann. Vor allen Dingen als Student ist es relativ wichtig. Das ist Port Island. Es gibt nicht so viel darüber zu erzählen. Das einzige Interessante ist vielleicht noch, dass es ziemlich lang gedauert hat, diese Insel zu machen. Aber das ist nun mal auch so, wenn man eine künstliche Insel aushebt, dann geht das nun mal nicht von heute auf morgen. Von 1966 bis 1981 haben die Bauarbeiten angehalten. Und dann ist diese Insel entstanden und hat damit noch etwas mehr Wohnraum geboten, was in Japan ja relativ knapp bemessen ist, sowieso schon. Ansonsten ist diese Insel auch die Verbindung zum Grobbe Airport. Grobbe hat auch, obwohl die Stadt nun mal nicht so groß ist wie Osaka, einen eigenen Airport, der allerdings nur für Inlandsflüge benutzt wird. Und das Coole ist, dass die Flüge tatsächlich günstiger sind nach Tokio von hier aus, als von hier aus mit dem Shinkansen zu fahren. Könnt ihr euch zweimal überlegen, was ihr nehmen wollt. Nichtsdestotrotz geht's weiter. Wir werden uns noch mal ein paar weitere Spots hier anschauen. Die Stadt ist, wie ihr sehen könnt, ziemlich groß. Sie reicht, ja, ich weiß gar nicht, irgendwo da hinten fängt sie tatsächlich an. Wenn wir jetzt noch mal weiter nach hinten gehen würden, da würde dann irgendwann Osaka auftauchen. Dort hinten fängt sie, hört sie dann wieder auf beim Stadion. Aber ansonsten gehen wir mal vor allen Dingen jetzt da hinten hin, zu den Grobbe Tower, und schauen uns dort noch mal an, was es dort von Grobbe zu sehen gibt. Viel Spaß dabei. Es war ein harter Tag und ich bin ziemlich ausgelaugt und will eigentlich noch entspannen, will vielleicht noch mal ein bisschen grüner leben, denn Grünes gibt es hier in Japan, in Städten zumindest, häufig nicht. Deswegen bin ich ziemlich froh, dass es hier so einen Park gibt. Das ist der Minato no Mori Park in der Nähe meines Apartments. Es ist genau genommen direkt auf dem Nachhauseweg, und das Schöne ist hier, dass es ist zwar jetzt nicht der schönste Park, aber nichtsdestotrotz ein Park, an dem man doch schon sehr entspannen kann. Das Schöne an japanischen Gärtenparks ist, dass sie unglaublich gepflegt sind. Also im Gegensatz zu dem Westen im Allgemeinen. Das liegt einfach daran, dass Japan generell sehr viel Wert auf einen hohen Lebensstandard setzt in der Allgemeinheit und dementsprechend sehr viel Geld auch für die Instandhaltungskosten ausgeben wird, nicht nur im Park, sondern auch an Stationen. Wenn man mal sich durchschnittliche U-Bahn-Stationen oder sonstige Zugstationen hier in Japan ansieht und die dann vergleicht mit dem Westen, dann fällt einem sehr schnell auf, dass diese meistens immer sehr, sehr gepflegt und sauber sind.
Und das ist eine der Sachen, die ich tatsächlich an Japan toll finde. Aber nichtsdestotrotz zahlt man halt auch den hohen Preis dann für die öffentlichen Verkehrsmittel. Für den einen oder anderen ist das vielleicht aber auch der ein oder andere Yen mehr wert. Und das Interessante ist einfach, dass wir jetzt quasi hier hinter mir, ist jetzt quasi der Punkt, den wir vorhin von der Stadt aus gesehen haben. Hier wird es dann tatsächlich so, wie man sich so eine japanische Stadt etwas vorstellt. Aber das Lustige ist halt, es ist schon sehr, sehr selektiv hier alles. Also diese Wolkenkratzer beispielsweise, wenn man sie halt Wolkenkratzer nennen kann, die gibt es hier, ja, sag ich mal, sind hier gesammelt, alle an einem Fleck. Und das ist hier rund um Sanomiya. Und da gehen wir jetzt hin, nach Sanomiya. Dem Knotenpunkt hier in Kobe. Eine Sache, in der uns die Japaner auf jeden Fall voraus sind. Jesus, ich hab gesehen, ich weiß nicht, ich kann gerade auch nicht so gut sehen. Das ist halt einer vielen Convenience Stores, die es in Japan gibt. Da gibt es noch viele andere, Family Mart. Ja, Family Mart. Und noch andere, auf jeden Fall, da kommen sie nicht viele. Und hier hast du halt den Vorteil, dass du rund um die Uhr dorthin gehen kannst. Normalerweise in den Großstädten wie in Kobe auch. Auf dem Land kann es sein, dass sie dann auch mal um 9 oder so zumachen abends. Weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Aber hier hast du wirklich die Möglichkeit, für einen relativ kleinen Preis zusätzlich rund um die Uhr betreut zu werden mit Groceries. Starbucks hier. Warum zeige ich euch das? Also der große Unterschied ist hier, dass es einfach so viele Starbucks gibt wie nirgendwo anders. Also in Deutschland gibt es, in meiner Heimatstadt Hamburg gibt es ein paar. Starbucks ist dort auch sehr beliebt, aber hier in Japan findest du wirklich, also vor allen Dingen in solchen Gegenden wie Sanomiya, so viele Starbucks, wie ich es noch in keinem anderen Land erlebt habe. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Japaner das gute Leben mögen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und wir sind endlich in Sanomiya angekommen. Sanomiya, da haben wir uns schon mal ein paar Mal hin verirrt. Das ist hier quasi der Knotenpunkt, wie ich schon angedeutet habe. Und hinter mir ist der Grund, warum Sanomiya seit 1933 hier der Knotenpunkt noch ist. Das ist das Sogo Kaufhaus. Und es ist, wie schon gesagt, seit 1933 hier, also schon fast 100 Jahre alt, ungefähr. Und das ist der Grund dafür gewesen, dass diese Stadt hier oder dieser Knotenpunkt sich dann auch so entwickelt hat und dass sich dann sich das quasi auch zum Zentrum entwickelt hat von Kobe. Es ist nun nicht der Hauptbahnhof hier, wie ich schon in einem Block oder in zwei Blocks davor gesagt habe. Da kommt ihr an einem anderen Bahnhof an. Das hier ist allerdings der, soll ich sagen, es ist so quasi hier der normalste Punkt, um Kobe zu verlassen Richtung Osaka beispielsweise oder um einfach auch mal shoppen zu gehen. Hier gibt es nämlich eine riesengroße Shopping Area auch noch und ja, das ist Sanomiya. Mitten in Sanomiya, hier zwischen den Rädern, ist quasi eine, ja, sind hier viele, viele Restaurants, mit denen man essen kann. Viele, viele Bars, jetzt links von mir seht ihr auch gleich eine Bar. Hier kann man auf jeden Fall relativ preiswert, auch uns hier bei den Bars, vielleicht relativ preiswert essen gehen. Aber ich gehe auf jeden Fall nochmal in einen anderen Laden, den ich euch nochmal zeigen möchte. Und der in Japan ziemlich common ist. Und das ist dieser Laden. Dieser Laden heißt jetzt Sugiya. Das ist einer von vielen Imbissläden, die es hier gibt in Japan generell. Das ist jetzt nicht nur Sugiya, das ist auch verschiedene andere Ketten. Und dort kann man relativ preiswert Reis essen mit Rindfleisch, Curryreis und viele, viele andere Sachen, auch mit Fisch und sowas. Das Ding ist, den Laden jetzt speziell können wir noch mit einer Bedienung interagieren, aber es gibt viele Läden, da ist es eigentlich auch gang und gäbe, dass man das an der Vending-Maschine macht, also in der Verkaufsmaschine. Und ich gehe jetzt rein, ich habe unglaublich Hunger und gucke, was wir heute noch so erleben. Das war sehr, sehr lecker. Was einem vielleicht so ein bisschen problematisch erscheint, ist, wenn man in diese Läden reingeht zum ersten Mal, dass man gar nicht erst die Sprache kann und sich dementsprechend dann auch etwas
schlecht tut mit der Kommunikation. Aber keine Angst, geht einfach rein. Solche Läden haben meistens auch viele Bilder. Zeigt drauf, was ihr haben wollt, und trotz mangelnder Englischkenntnisse seitens der Verkäufer werdet ihr bestimmt noch irgendwas dort bekommen für euer Geld. Und es ist vergleichsweise mit anderen Gerichten in Japan relativ preiswert und ihr bekommt für relativ viel. Die Portion, die ihr jetzt gerade seht, die hat mich ungefähr 500 Yen gekostet. Und das ist, ja, es ist quasi wie die Dönerbude hier in Japan. Nur für japanisches Essen. Wir bewegen uns übrigens immer noch in Sanomiya. Das ist einfach so gewaltig hier. Und wir gehen jetzt zu einem Distrikt, wo ich noch nicht so häufig war, aber was ziemlich, vielleicht eine internationale Part hier in Kobe sich darin widerspiegelt. Das ist Kobe Chinatown. Und das ist eine der drei wirklich offiziellen Chinatowns in ganz Japan. Und das Ganze hier existiert ungefähr seit 1868, als Japan sich der Welt offen wieder geöffnet hatte. Das Land war ja 300 Jahre lang geschlossen, war eine Monokultur, und das war eben eine der ersten ausländischen Kulturen, die sich hier angesiedelt haben. Ein kleines Distrikt hier in Kobe. Hier kann man kulinarische Besonderheiten aus China essen und viele verschiedene andere Sachen. Sollte man auf jeden Fall eher mit den Magen, mit den Geschmacksnerven entdecken. Aber es gibt hier einige sehr interessante Statuen, die es auf jeden Fall wert sind, sich anzuschauen. Wir begeben uns jetzt zur letzten Station. Das, was ich ja schon angedeutet hatte, als ich zu euch gesagt hat am Anfang, da gehen wir hin. Wir gehen zum Kobe Tower. Das ist der Rote Tower. Es wird schon ein bisschen dunkel. Mal sehen, vielleicht sehen wir ihn ja, wenn er so schön leuchtet. Also es ist jetzt gleich 6 Uhr und eigentlich müsste das auch innerhalb der nächsten Stunde dunkel werden. Ich kann tatsächlich schon von hier so ein bisschen erkennen. Da, die Spitze guckt heraus. Auf geht's. Darf man ja nicht von unten filmen, aber vielleicht demonstriert es ein bisschen noch die Höhe. Das hier ist der Kobe Tower. Und ich hatte schon überlegt, gehst du rein, ne? Aber das Problem ist halt hier, jetzt sieht man es wieder. Ich müsste dafür jetzt 1000 Yen zahlen. Und da ich weiß, dass ich auf gar keinen Fall das letzte Mal hier bin und bestimmt auch nochmal mit dem ein oder anderen Freund aus Deutschland da hochgehe, spare ich mir das lieber auf für das erste Mal, wenn mich jemand hier dann halt besuchen kommt. Dieser 108 Meter Turm wurde dafür hauptsächlich gebaut. 1963 wurde dafür für Touristen hauptsächlich gebaut. Dieser Turm dient einzig und allein zum Hauptzweck für das Überschauen des Hafens und der Stadt. Und ich glaube, es ist ganz interessant jetzt zu sehen, weil da hinten haben wir angefangen. Ich werde das gleich nochmal einblenden, wo wir den Vlog gestartet haben. Und wir sind eine riesen Kurve gelaufen. Einmal in die Innenstadt nach Sanomiya, dann von Sanomiya über Chinatown hierher. Und jetzt sind wir hier in Harborland. Das ist Kobe Harborland hier. Und hier gibt es übrigens auch ein sehr cooles Einkaufszentrum, wo ich gerne bin, einem Mall. Und nichtsdestotrotz nochmal ein riesen Dankeschön, dass du dir dieses Video angeguckt hast. Es bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Wir sehen uns wieder diese Woche noch einmal aus Japan. Noch ein Vlog. Und dann geht's auch schon los. Dann fliegen wir nach Seoul. Und von dort aus wird es auf jeden Fall einige Videos geben. Zum ersten Mal dann geht es mit diesem Vlog-Projekt nach Korea. Ich freue mich sehr darauf. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst. Falls du noch kein Abo dagelassen hast, abonniere doch bitte den Kanal. Ich freue mich über jeden weiteren Zuschauer. Ansonsten
wünsche ich euch alles Gute. Moin Moin aus Kobe und Sayonara. Bis bald. Ja, hab ich gerade bis bann gesagt?